Jo, von herzlich willkommen auf dem Kanal APL Linte. Heute spielen wir wieder eine Runde Five Nights at Freddy's. Ich bin der Osterhase und wir fangen sogar an mit Nacht 3 sofort. Und ja, ihr seht, ich habe heute Ohren auf. Ich lasse das Ganze erstmal umkommentiert. Grüße an bei mir und Nora. Top. Und ja, mal gucken, ob wir eine Nacht 3 schaffen. Ich habe richtig Bock auf Five Nights at Freddy's. Aber auf der anderen Seite wiederum nicht, weil ich mich nicht erschrecken möchte, aber das ist mir gerade egal. Ich habe die Facecam wieder vor mir stehen, weil ich das so besser fand, anstatt oder an der Seite, weil das nicht so cool aussieht. Und wir sind sogar drin. Wir haben sofort 99%. Das ist nicht gut. Dreimal drücken bringt Glück, habe ich gehört, nämlich, ja. Seht ihr? Bringt schon mal nicht Glück. Hallo, Mama. Nee, nicht hallo. Mann, mach die Kamera an. Wo ist der? Oh, das Huhn ist weg. Hier die Ente. Ach, als ob das so schnell runtersprintet, ey. Oh, Mann, Leute. Please. Hills, no. So. Ah, da ist die Ente, cool. Ja, und morgen ist auch schon das Ende vom Gewinnspiel, vom Up-the-Fan-Cap-Gewinnspiel. Da werde ich morgen das Video zu aufnehmen müssen. Denn ich möchte das ja pünktlich hochladen. Und wenn die Musik spielt, ist nicht gut. Glaube ich. Weiß ich aber nicht. Mann, ich muss mich echt mal mit dem Spiel beschäftigen. Dass ich da ein bisschen weiß, was da abgeht, wenn da was passiert. Ich weiß noch nicht mal, was das für Tiere sind. Okay. Nicht gut. Nicht toll, wenn das so... Okay. Okay. Toll. Ente ist hier unten. Jetzt ist Ente weg. Ente ist hier. Nee, doch nicht. Cool. Danke. Nee. Ente ist verdammt nochmal weg, was ich nicht so feiere. Denn, wenn die weg ist, heißt das, dass sie mir gleich ins Gesicht springt. Wett. Mann, ich sehe immer nicht, ob da hinten welche sind. Das ist richtig schwer einzuschätzen. Ob... Ich kann es kurz zeigen, ob an der Stelle hinten einer steht. Und es ist erst 1 AM, ey. Mann. Okay, Ente ist dort. Hier oben chillen noch alle. Cool, das ist nett. Let's eat. Ja, die frisst ich, ey, ohne Witz, so wie die guckt. Aber jetzt mal ehrlich, wer stellt denn bitte solche Maskottchen ein? Ja, die kannst du in der Geisterbahn anbieten, aber doch nicht in der Pizzeria. Und vor allem, wie sieht das Büro aus? Haben die keine Putzkräfte? Ist ja eklig. Okay. Ich gebe Popcorn rum und so. Richtig ranzig. Ich wünsche mir nämlich jetzt lieber nicht, dass nichts passiert, weil sonst sprinten die nämlich alle los. Die hören das nämlich. Die sind nämlich mit meinem Mikrofon verbunden, so habe ich das Gefühl. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich hätte es einfach nicht sagen sollen. Ey, ich muss ihn jetzt erschrecken. Das macht mir richtig Spaß, Mama. Bitte nicht. Einfach nur bitte nicht. Was mich interessieren würde, wäre, was passiert, wenn ein etwas älterer Herr oder eine etwas ältere Frau das Spiel spielen würde. Und die wird so richtig erschreckt. Ey, ich glaube, die kriegt einen Herzinfarkt und fällt einfach um. Irgendwie witzig, aber irgendwie auch voll nicht. Dum, 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 dum. Fahr, jetzt sind beide weg, ey. Fünf Nächte bei Freddy mag ich nicht, denn da habe ich immer Angst. Weil Freddy ein richtiges Arschloch ist. Jetzt ist gar keiner mehr da, auch gut. Ah, da oben ist ein. Da ist die Ente, okay, die kommt oben rum. Toll. Ui, toll.
Ey, diese Sounds, ne? Eigentlich müssten wir nur schaffen, dass der Akku alle wird und dann hoffen, dass wir nicht von Freddy gesnappt werden, wenn der sein kleines Liedchen da spielt. Hier dieses Dum, dü, 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 dü. Denn meistens schafft man das dann noch in der Zeit. Oh fuck. It's it. Da steht it's it, falls das einige nicht sehen können. Ich habe dann nämlich mal im Schnitt angehalten und. Ente ist hier. Ente bleibt da oben. Das ist nice, wenn du da oben bist. Cola mit Eis. Mann, ich laber schon wieder so richtig viel Müll, Alter. Das geht doch gar nicht. Man ist aber auch immer so tierisch angespannt, wenn man das Spiel spielt. Ja, das ist immer so. Ente ist weg. Das ist immer so. Ja, Five Nights at Freddy's ist schon voll lange nicht mehr aufgenommen. Und dann so, sagen wir mal, ab um 1. Five Nights at Freddy's, bitte lass es früher sein. Es ist immer das gleiche. Okay, wenn ihr da bleibt, bitte. Komm, stopp, Pause. Bleibt an der Stelle stehen einfach. Weil, wenn ihr da stehen bleibt, dann passiert mir nichts und euch nichts. Ich hätte mir schon lange irgendein Messer oder so mitgenommen, wenn ich da arbeiten müsste. So nach der ersten Nacht. Gleich mal nochmal Räte eingepackt vom Opa, ne? Und dann macht man hier Bärenfilet draus und Ente süß-sauer. Och nein. Ente weg. Ja, toll, jetzt kommt der Push. Jetzt rushen die hier gleich durch, pass auf, ich sag's euch. Please, no. Ich will dann nicht, ich will jetzt nicht in meinen Laptop gucken, weil dann kommen die von beiden Seiten, das möchte ich nicht. Nee, das mal, oh mein Gott, nein, 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 das möchte ich nicht. Nein, 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 stop. Stop it. Okay, 4 AM, komm an. Ah, wo ist der Bär? Wie ist denn die Ente von da oben jetzt da? Hä? I don't understand it. Ich rede zu viel Englisch in der Folge, aber mir fällt es auf Deutsch immer nie ein. Och man. Ich glaube, ich spiele zu viel CSGO. Reden wir auch nur auf Englisch. Okay, Bär ist da, Foxy auch. Oh, was macht Foxy denn jetzt? Oh, war das knapp gerade. Mein Gott. Jetzt wollen sie es aber wissen. Jetzt wollen sie aber hier Opas Trickkiste raus, Mama. Hm. Foxy ist da. Wo ist die Ente? Da ist die Ente. Bär hängt immer noch an der Tür. Der merkt auch nicht, dass er eine Abfuhr gekriegt hat. Also unverständlich sowas. Oh Mann, oh Mann. Komm, 5 AM. Wir schaffen das locker. Wir müssen konzentriert bleiben. Das ist wichtig, Leute. Wisst ihr, ich gebe euch jetzt so eine Lebensweisheit. Wenn ihr mal unkonzentriert seid, ne, müsst ihr einfach konzentriert bleiben. Weil dadurch ist die Ente weg. Und hier unten. Okay, Ente rusht. Okay, Ente ist da. Das ist nachvollziehbar, sowas. Jetzt Ente guckt rein, passt auf. Nee. Komm, nee, wir kriegen die Nacht locker hin. 6% Akku. Die dürfen jetzt nur nicht reingucken hier. Okay, Ente ist da. Bär ist hier. Buh. Nee, doch nicht Buh. Freddy der Buhbär, Alter. Ich glaube, ich nenne ihn jetzt so. Buhbär. Okay, Bär ist da. Ente ist da. 1% Akku. Wir kriegen das locker hin. Das ist möglich. Es ist möglich, Jungs. Ja! Mann, da haben wir die Nacht geschafft. Nacht 3 ist vorüber. Ich gucke jetzt darüber. Nacht 3 ist vorüber. Und damit habe ich auch die Bedingungen erfüllt, diese hässlichen Ohren die ganze Folge aufzuhaben. Und danke dafür. Okay, so, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich richtig über eine Bewertung freuen. Oder, dass ihr ein Abo da lasst. Oder am besten beides, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Und der Satz hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Egal, ich würde mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.